Wie vererbt man ein historisches Welterbe? Bei Pyramiden ist das relativ einfach. Die stehen da und stehen in 2000 Jahren immer noch da und man kann sie bestaunen. Bei der Musik ist das etwas anders. Man muss sie aufführen und man muss sie der nächsten Generation übergeben. Johann Sebastian Bachs Musik ist historisches Welterbe. Die Bach-Stiftung St. Gallen beschäftigt sich mit der Übergabe an die nächste Generation. Seit 6 Jahren führen wir Appenzeller Bach-Tage durch im schönen Appenzellerland. 4 Tage Musik von Bach, alle Konzerte, alle Ereignisse eingeführt durch Fanfaren, jugendliche Musikerinnen, Musiker der Knabenmusik St. Gallen, die heute auch Mädchenmusik ist. Von den früheren Appenzeller Bach-Tagen lagen Fanfarenstücke vor, Duette. Und ich dachte mir, ja, man könnte einfach eine dritte Stimme dazu komponieren, würde es etwas schöner werden. Und damit, mit dieser Idee, ging ich zu Rudolf Lutz. Und er sagte mir, ja, so einfach ist das nicht. Weshalb? Ich nehme ein Beispiel, den Marsch von Bach. Vielleicht so. Ein einfaches, kleines Duett. Wir wollten die Stücke auch etwas größer machen. Wenn ich hier eine dritte Stimme dazu gebe, könnte es dann so klingen. Auch schön, aber es fehlt ein bisschen irgendetwas. Es klingt vor allem nicht bachisch. Warum klingt es nicht bachisch? Es ist eine Bläsergestaltung mit vielen parallelen Akkorden. Alle spielen im gleichen Rhythmus. Das ist viel einfacher natürlich, als wenn ich die Bachsche Polyphonie verwende. Ich kann zum Beispiel die Bassstimme vorspielen, die ich dann komponiert habe. Ja, da, da, ba, da, da, di, 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 da, 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 di, 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 pa, rim, pa, di, di, di. Synkopen, kleine Nebennoten. Also eine Eigenwertigkeit eigentlich und die Stimme könnte für sich auch stehen. Jede Stimme sollte schön sein. Zum Beispiel die zweite Trompete. Radadam, dididim, padadam, papapa, dididim, taham, pam, tim, padada, ti, radadididididi. Die Gefahr ist, dass man dann jede Note gleich spielt. Wir merken hier, dann wird es schwerfällig. Und diese Leichtigkeit hinzukriegen, ist auf einer Trompete schwieriger als zum Beispiel auf einer Violine. Und da habe ich natürlich für die Bläserinnen und Bläser einige strenge Aufgaben gestellt. Also mit anderen Worten, die Stimme durch und durch verstehen müssen, um eigentlich dann im Ensemble spielen zu können. Das ist schon nicht einfach. Nein, und das ist auch trefflich auf den Punkt gebracht. Nämlich jede Stimme muss wissen, was sie für eine Funktion hat. Melodiestimme, Kontrapunkt, also Gegenstimme oder Bassstimme oder Begleitstimme. Wir haben uns grundsätzlich sehr über die Anfrage von der Bach-Stiftung für die Bach-Tage gefreut. Unsere Freude wurde relativ schnell etwas getrübt und die Angst hat ein bisschen mitgespielt. Wir kennen Bach-Musik grundsätzlich, aber eigentlich wollten wir auch den Ansprüchen gerecht werden und haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir halt doch nicht auf dem Niveau spielen, was von uns erwartet wurde. Wenn es geht, ich weiß, es sind tiefe Töne. Das A, G, wenn es das noch ein bisschen könnte, ein bisschen schneller hoppa. Jetzt, wenn Sie Chiara anfangen, das hin und her wie ein Ping-Pong-Match. 1 und 1, 2, 3. Danach, nach der Probe mit dem Komponisten, haben wir uns natürlich wieder getroffen. Wir mussten das Ganze reflektieren, schauen, was sind die Probleme, wo können wir uns verbessern. Was sind unsere Grenzen natürlich auch? Wir sind Jugendliche, die in der Freizeit musizieren und nicht das als Profispieler machen, sondern wir arbeiten, wir haben Hobbys nebenbei
Und wir mussten uns da auf jeden Fall ein bisschen dem Niveau anpassen und unbedingt auch steigern, weil die Erwartungen waren sehr hoch und ich hoffe, das wird uns gelingen. Vor 6 Jahren kam ich das erste Mal in Kontakt mit der Johann Sebastian Bach Stiftung. Konrad Hummler hat mich angerufen, ob ich nicht Schüler hätte, die an den Bachtagen zur Eröffnung der Konzerte Bach-Duette spielen konnte. Das habe ich selbstverständlich sehr gerne auch angenommen, dieses Angebot, weil ich die Musik sehr liebe, seit ich denken kann, und habe dann mit meinen jungen Schülerinnen und Schülern Duette einstudiert. Und dann kam eines nach dem anderen und jetzt hat Rudi Lutz Bearbeitungen bachscher Werke für 3 Trompeten geschrieben und auch für Blechbläserquartett. Wir haben dann sofort angefangen, intensiv zu arbeiten und ich versuchte den jungen Menschen die Musik von Bach sehr nah, so nah wie ich es kann, zu bringen. Sie hatten ja bis jetzt keine großen Berührungs- und Anknüpfungspunkte. Dann kam dann die erste Probe mit Rudi und da haben wir gemerkt, dass ganz vieles noch in einem Arbeitsprozess, in einem Working Progress ist. Es ist der Kontrapunkt, es ist die Dynamik, es ist die Binnenphrasierung, es ist die Agogik, es ist der Klang, den wir hier erarbeiten müssen. Und da haben wir alle gemerkt, das ist nicht ein 5000er, das ist ein 8000er. Und es ist unglaublich intensiv, diese Arbeit, die wir hier aufgenommen haben. Und wir haben gemerkt, ja, 5000 zu erreichen ist gut, aber 8000 wird noch intensiver. Und alle geben wir nicht auf und freuen uns, dieses Ziel zu erreichen. Und heute bin ich sicher, wir werden dieses Ziel erreichen und wir werden so Musik von Johann Sebastian Bach vielen jungen Menschen näher bringen. Johann Sebastian Bach, historisches Welterbe, ich sage immer gerne eine Art Urmeter. Bei Bach kam die Musikgeschichte zusammen, konzentrierte sich und von da ging sie wieder auseinander. Bach ist schöne Musik, aber Bach ist auch schwierig. Bach ist mathematisch, die Musik verzeiht nichts, sie muss präzise gespielt werden. Sie ist aber gleichzeitig auch empathisch, das heißt, man muss sie liebevoll spielen. Das war das Ziel dieses Jugendprojekts, dass wir das rüberbringen zu den Jugendlichen, dass sie Bach nachvollziehen können, dass sie Bach verstehen. Was ist eigentlich die musikalische Substanz eines Musikstückes? Ich würde meinen, es sind 3 wichtige Sachen, nämlich die Melodie. Dann natürlich dieser Sarabande-Rhythmus. Und die Begleitung, die Harmonie. Das ist die wichtige Information, um das Stück dann wieder erkennen zu können. Ich kann das aber natürlich auch ganz anders spielen. Wenn ich es zum Beispiel jetzt auf dem Flügel spiele, ich kann Gegenstimmen dazu machen, das ist schon dann mehr als nur Bearbeitung. Ich könnte es aber auch sehr, sehr schlicht spielen. Anders interpretiert natürlich. Das ist die Frage, wie möchte ich etwas setzen? Und hier habe ich natürlich dann die Bläser,
die drei, also ich habe nicht vier Saiten wie bei der Violine, sondern nur drei Bläser, die können nur dreistimmig spielen. Und das habe ich dann so gesetzt. Beim philosophischen Kabinett fand ich den Schluss immer sehr anspruchsvoll, weil wir haben dieses dreimal das gleiche Statement eigentlich und dass das jedes Mal mit Gehalt ist, jedes Mal perfekt zusammen, gut intoniert, verschiedene Dynamiken, am Schluss den Bauch lauter werden, leiser werden, dass da die Intonation stabil ist, da wird viel von uns verlangt. Ja, so ist es ja. Die ganzen Kompositionen, die wir hier proben und spielen, sind wirklich von einer Komplexität. Es wird wirklich eine ganze Partitur komprimiert für drei Trompeten und wir können nicht einfach nur Trompete spielen. Wir müssen wirklich schauen, was wir mit unseren Klängen machen. Es braucht auch Hilfe und es ist schon etwas vom Schwierigsten, was ich bis jetzt gemacht habe. Einfach nicht nur schöne Klänge zu produzieren, das reicht da überhaupt nicht. Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten für die Appenzeller Bachtage 2020, wenn sie denn stattgefunden hätten, beschäftigten wir uns sehr stark inhaltlich mit der Michaelis-Kantate BWV 19, es erhob sich ein Streit im Himmel. Worum geht es? Es geht um die Verstoßung von Luzifer, des Lichtträgers, aus dem Himmel ins Dunkle. Das heißt, es geht um das Thema Hell und Dunkel. Nun, die Kompositionsarbeit von Rudolf Lutz an den Fanfaren schritt voran und irgendwann kam der Punkt, da kam er zu mir und sagte, Konrad, das könnte eine Art Abfolge, eine Suite werden, man könnte vielleicht sogar eine CD daraus gestalten, aber ich brauche eine Idee de Manœuvre. Ich machte mich ans Werk und sagte mir, ja, hell und dunkel, ja gut, also man könnte im Dunkel anfangen und so einfach einen Dimmer ansetzen und es wird immer heller, immer heller, immer heller. Aber das wäre ja schon ein bisschen einfach. Nein, verwerfen. Hell und dunkel bedingen sich ja bei uns in unserem normalen Leben. Ohne Dunkel kann man Licht nicht definieren, umgekehrt auch Licht nicht ohne Dunkel. Es braucht den Kontrast. Mit anderen Worten, es ist auch nicht so, dass Licht nur gut ist. Licht kann auch Glamour heißen, Oberflächlichkeit. Dunkel muss nicht negativ sein. Es kann wärmend, umhüllend gestaltet sein. Also, zwei Wege zum Licht. Das war dann die vorgeschlagene Lösung, nämlich einen ersten, sehr vitalen, aber auch etwas oberflächlichen Weg zu einem glamourösen Erfolg und dann eine Lebenskatastrophe, ein in sich kehren, sich wenden und überlegen, leiden und dann einen zweiten Weg zum Licht. Vielleicht dann hin zu einem metaphysischen, transzendenten Licht, am Ende möglicherweise sogar so, dass der Luzifer wieder in den Himmel aufgenommen wird. Musik.
sehr viel Material ist denn entstanden während der Arbeit für die Bachtage. An den kleinen Präludien, die sozusagen die einzelnen Module der Bachtage einleiten sollen. Mit drei Trompeten, mit einem Quartett und so weiter. Ich habe den Auftrag bekommen, diese Stücke zu komponieren, gemäß auch den Inhalten der einzelnen Teile der Bach-Stiftung, Trauriges, Lustvolles, Schwerwiegendes, wie es ja eigentlich bei Johann Sebastian Bach immer ist. Die einzelnen Stücke, die dann entstanden sind und die wir dann angearbeitet haben, um auch in den Stil der Bachschen Musik hineinzukommen, die haben wir dann versucht, in einen Zusammenhang zu bringen. Hier ist eine schöne erste Skizze von Konrad. Ende 19 ist das entstanden. Hier, wir sehen es, eine Linie links, eine Linie rechts. Sozusagen fast philosophisch gedacht. Hier, man ist seines eigenen Glückes Schmied. Oder, wenn wir das anders sagen, hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Und die andere Seite, die zeigt, diese Stücke ordnen wir ein unter alles Gelingen ist Gnade. Bei den Appenzeller Bachtagen gehört ein Programmmodul jeweils mir, nämlich die musikalische Wanderung am Freitagnachmittag vor der Kantatenaufführung. Über Hügel durch Täler des Appenzeller Landes. Hell und dunkel als Generalthema, wie sollte ich diese Wanderung gestalten? Nun, da kam dem ehemaligen Generalstabsoberst in den Sinn, dass es in der Nähe einer möglichen Wanderroute einen Bunker hat. Eine Anlage aus dem Kalten Krieg, da könnte man doch die Wanderung beginnen. Im Dunkel des Berges, im Dunkel der drohenden kriegerischen Auseinandersetzung. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, De Profundis. Nachher in die schöne Appenzeller Welt, auf den Hügel, in die wunderbare Kirche in Schlatt, ein schmetterndes Orgelkonzert mit lichter Musik und dann den Weg durchs Leben doch noch nachvollziehen, vielleicht mit dem Beresina-Lied, ein Lied zwischen Bangen, zwischen Trauer, zwischen Hoffnungslosigkeit und doch einem Lichtschimmer, dass man die Heimat wieder sieht. Als mich gefragt hat, ob ich bei den Bachtagen mitspielen will, habe ich sofort ja gesagt, weil es ist einfach eine riesengroße Chance. Bachliteratur, vor allem jetzt mit Blechbläsern und allgemein, spielt man normalerweise nicht im normalen Musikunterricht oder mit einem klassischen Musikverein. Es ist einfach eine neue
wichtige Erfahrung, auch zum über sich selber einfach auszuwachsen, zum seinen Horizont erweitern. Und jetzt schlussendlich, jetzt nach der ganzen Aufnahme, kann ich einfach sagen, es war für mich selber wirklich ein extrem wichtiges Erlebnis, eine wichtige Erfahrung, auf die ich auch in Zukunft wirklich stolz sein kann. Am Anfang war es ein Kampf, wir mussten proben, es war wirklich anstrengend, wir mussten durchhalten. Es war eine schöne Arbeit. Die Kompositionen grundsätzlich haben mir sehr gut gefallen. Mir gefällt die Musik, wo sich die Stimmen abwechseln und das Gesamtbild zählt. Es war viel Arbeit, aber ich denke, es hat sich gelohnt. Jetzt das Ergebnis zu sehen, ist grandios. Also es hat uns wirklich gefreut. Wir hätten am Anfang nicht gedacht, dass wir so weit kommen können. Und es ist sehr schön, jetzt an dem Punkt angelangt zu sein. Hell und dunkel, ein Jugendprojekt. Ich weiß, es hatte auch seine dunklen Zeiten, als geübt werden musste, zum Teil unter erschwerten Bedingungen der Pandemie. Jeder Berg hat seine Geröllhalde und man muss sie übersteigen. Es gibt Schweißtropfen, es gibt schwierige Passagen, in denen es einen Bergführer braucht, Michael Wachter, der mit viel Ausdauer mit den Jugendlichen zusammengearbeitet hat. Aber am Ende zählt das Resultat und das Resultat heißt, wir haben die Musik von Bach kennengelernt. Wir glauben sie zu verstehen. Wir haben Freude daran.